So Leute, ich bin's mal wieder, ihr Flasswi, zurück bei Super Mario 3D Land. Im letzten Part haben wir die zweite Welt fast komplett abgeschlossen und jetzt gehen wir in das Luftschloss. Mal schauen, was uns dort so erwartet. Ich weiß es schon, da ich, ich mache das immer so, dass ich die Level alle vorher einmal, also alle Level, die ich so denke, im Part schaffe, vorher einmal anzocke, damit ich alle Starcoins finden kann und ich nicht stundenlang suchen muss. Das mache ich immer so mit, also ich teste die Level sozusagen vorher, damit es für euch kein endloses langer Part wird und ich nicht zigtausendmal schneiden muss. Ist für alle ein Vorteil. Auf jeden Fall ist das hier ganz cool, dass der dass die zweite Endstage sozusagen ein Luftschloss ist, anstatt ein eines Bowser Castles, sondern ein Bowser Luftschloss. Ist doch ganz schick. Das haben sie, glaube ich, das erste Mal in wie heißt das? Super Mario Bros. 3 eingeführt. Kann das sein? Ich bin mir gerade unsicher, ob das wirklich so ist. Ich will auch nichts Falsches sagen. Aber ich glaube, so war das. Hier oben, die bekommen an relativ leicht. Einfach ein Wandsprung. Das ist nicht das Ding. Und ach übrigens, auch die Kugelwillis haben jetzt den Tanuki-Schwanz. Hier könnt ihr euch direkt runterstürzen und kommt ihr direkt zur Starcoin. Aber ihr könnt auch von hinten runtergehen und dann euch von dort die Starcoin holen. Das ist eigentlich relativ wurscht. Hier gibt es noch ein One-Up. Kann man ja mal zeigen. Das habe ich auch gestern zufällig erst herausgefunden. Und jetzt wisst ihr auch mein Geheimnis, warum ich weiß, wo alle Starcoins sind, die manchmal gar nicht so leicht versteckt sind. Und hier ist der allseits beliebte, unbeliebte, je nachdem, Endgegner Bum Bum. Davon gibt es auch noch eine weibliche Version, aber da kommen wir auch noch zu, die heißt dann Bam Bam. Ich mag die irgendwie nicht, also die... Irgendwie sind die mir zu unkreativ, also Bum Bum und Bam Bam. Da finde ich die Koopalinge eigentlich besser als Endgegner. Aber die haben sie leider hier im 3D-Land nicht eingeführt. Schade eigentlich. Warum nicht? Warum hat man nicht die Koopalinge als Endgegner genommen? Das wäre mir lieber gewesen, um ehrlich zu sein. Die haben wenigstens noch irgendwie einen eigenen Charakter, wenn man es so sieht. Bum Bum und Bam Bam sind halt immer... Bäh. Keine Ahnung, irgendwie zwei Verblödete. Und hier ist übrigens immer irgendein Geheimnis versteckt. Manchmal kann ja auch eine Starcoin sein, das ist relativ fies. Wenn man dann also mal zum Ende hin keine drei Starcoins findet, dann ist sie meistens dort, also auf diesen Luftschlössern dort versteckt. Also keine Panik auf euch, Panik, ihr müsst nicht immer alle sofort finden. Die meistens ist eine auch erst ganz zum Schluss dann versteckt. Voll fies. Mies. Ach übrigens, ich weiß noch gar nicht, wie ich das mache, weil man muss ja das Spiel auch nochmal mit Luigi durchspielen, um dann letzten Endes zum letzten Level zu gelangen. Ich weiß nicht, soll ich das zeigen oder soll ich das offscreen machen? Ihr dürft das entscheiden, weil mit Luigi ist das Spiel nochmal etwas schwieriger, da Luigi mehr rutscht. Und hier sieht man nochmal, wie Peach dann entführt wird vom Bowser und zwar auf dem Luftschloss. Oh nein, Mario! Ja, es sind noch ein paar Welten, Mario, brauchst nicht so rennen, brauchst dich nicht so beeilen. Es dauert eh noch ein wenig, bis du zu etwas Gutem kommst. So, und das ist Welt 3.1. Hier ist das erste Wüstenlevel sozusagen, also das erste... Aber es ist keine Wüstenwelt, aber das Level ist nach Wüste angehaucht halt. Finde ich ganz cool. So, hier oben ist direkt eine Starcoin, die holen wir uns doch vermutlich gleich. Aber probieren wir es gleich mal, dass wir uns die möglichst gut schnappen können. Das ist auch die erste. Die zweite ist woanders versteckt. Da müsst ihr gleich nochmal auf den Boden. Das zeige ich euch auch gleich natürlich. Eieiei. Ah, ich hasse diese Starcoin. Die ist fies. Also, naja, fies ist relativ, da man eh nicht... Also, man kann hier nicht verkacken, die zu holen. Also, man kann schon verkacken, aber dann muss man halt nochmal runter und hoch und bäh und bäh und... Also, das ist doch blöd. Aber ist egal. Und die nächste Starcoin, dazu braucht ihr unbedingt den Tanuki-Schwanz, ist hier versteckt. Das ist fies. Da habe ich immer lange gebraucht, um die zu finden, aber man findet die eigentlich relativ schnell, wenn man weiß, wo halt. Man muss einfach nur einmal ums Gebäude gucken, dann entdeckt man das da auch und dann... Hier kann man wieder Noten aktivieren, das mache ich jetzt aber nicht. Das bringt nur wieder ein One-Up oder halt ein Extra-Up, beziehungsweise oder ein Item, wenn man es nötig hat, aber das möchte ich gerade nicht. Übrigens, was ich cool finde, wenn man die Noten aktiviert hat, dann hört man keine Musik zu der Zeit, wie die Noten aktiv sind. Also jetzt kann man als cool sehen oder kann man als scheiße sehen. Ich finde das ganz nettes Detail so, dass halt keine andere Musik spielt, wenn die Noten halt gerade aktiviert werden. So.
Da solltet ihr aufpassen vor dem Ding, da solltet ihr auf keinen Fall in die Stacheln kommen. Ich glaube, die letzte Starcoin war hier irgendwo in der Nähe. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass die hier irgendwo in der Nähe war. Okay, doch noch nicht. Nee, nee. Da habe ich doch falsch gedacht. Dann kommt sie doch erst ein bisschen später. Aber hier hinter der Zielflagge, also hinter der Halbzeitflagge, kommt sie. Ich weiß auch nicht mehr alles hundertprozentig, also kann schon mal passieren, dass ich auch was verpasse. Dann schneide ich es halt rein. Also ist ja nicht so wild, auch wenn ich das davor halt schon mal gespielt habe. Aber man merkt sich ja nun nicht alles. Also ich habe kein fotografisches Gedächtnis. Das sollte ich vielleicht dazu sagen. Nein, nein, das habe ich leider nicht. Auch wenn es cool wäre, sowas zu haben. Ich hätte gern fotografisches Gedächtnis. Aber habe ich leider nicht. Das ist bei mir traurig. Oh Gott. Ich dachte schon, jetzt passiert hier was. Aber hier ist die letzte Starcoin und zwar auf der anderen Seite. So, einfach auf den Wurm drauf und dann könnt ihr sie mit dem Wandsprung ganz locker holen. Sollte kein Problem sein. Alles sehr, sehr, sehr schick. Dann im Wasser, da sind ein paar Münzen, die braucht man nicht unbedingt holen. Ist nicht so wichtig, meiner Meinung nach. Kann man machen, muss man aber nicht. So, entweder man hüpft unter dem Ding vorbei oder man nimmt das Ding mit zum Draufspringen. Aber da wir ja den Tanuki-Schwanz haben, kommen wir mal relativ leicht an die Flagge. Das wird später noch relativ schwer, an die Flaggen zu kommen. Also gerade wenn man den Tanuki-Schwanz da mal nicht hat, dann ist das ein bisschen blöd, an die Flaggen zu kommen teilweise. Aber ist egal, wir kriegen das trotzdem hin. Ich mache mir keine Sorgen momentan. So, und wir kommen in das erste Wasserlevel. Berühre die W-Schaltfläche, mir wurscht. Irgendwas mit Welten wechseln halt. Unten sieht man halt nämlich, kann man die Welten anwählen, die man haben möchte. Und dann kann man die Welten einfach so wechseln. Ja, brauche ich aber gerade zur Zeit nicht. Und das ist das erste Unterwasserlevel. Und ich hasse Unterwasserlevel, wie ihr mittlerweile sicherlich wisst, wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt. Aber das ist nicht so schlimm. Hier bei dem Spiel gehen die Wasserlevel eigentlich bisher noch. Also zumindest, es kommen auch nicht so viele Wasserlevel, da bin ich auch ganz froh drum. Ist nicht so, dass es hier eine komplette Wasserwelt gibt, zum Glück. Also bei einer kompletten Wasserwelt würde ich hier durchdrehen, ne. Ich hasse Wasserwelten, ehrlich. Also, keine Ahnung. Wer denkt sich immer so eine Scheiße? Oh, Wasserwelten sind cool. Aber dafür ist die Musik bei Unterwasserwelten die coolste. Also das muss man in der Unterwasserwelt Musik lassen, ist meistens die allercoolste. Und hier sind relativ coole Verstecke, da man hier so hinter der Wand gehen kann und dann ist da meine Starcoin versteckt. Das war auch die erste, keine Sorge. Ich probiere auch immer alles in der richtigen Reihenfolge zu sammeln. Kann mal passieren, dass ich irgendwie was verpenne. Aber dann hole ich das natürlich nach, beziehungsweise sag euch dann, dass das nicht die erste war oder die zweite, sondern dass die dritte zum Beispiel war und ja. Dann könnt ihr da auch ganz gut durchsteigen und ich auch und alle können durchsteigen. Ich könnte es euch auch einblenden, aber das wäre mir ein bisschen zu viel Arbeit und die mache ich mir nicht. Nein, nein, nicht Spaß. Es wäre einfach nur, keine Ahnung, ich halte nicht so viel von diesem Einblenden. Das muss nicht unbedingt sein. Kann man machen, muss man aber nicht. Die zweite Starcoin ist hier unten versteckt. Da kam ich eine relativ lange Zeit damals beim ersten Anspielen nicht drauf, aber eigentlich ist es relativ simpel. Und die letzte Starcoin ist auch nochmal relativ fies versteckt, das zeige ich euch dann natürlich. Und das hier, dieser pinke Aal, soll übrigens, glaube ich, auch den aus Super Mario 64 darstellen, also den es in der dritten Welt gab, der Aal Kano. Und hier in diese Röhre solltet ihr auf keinen Fall rein, bevor ihr nicht die letzte Starcoin habt, sondern ihr seht es vielleicht schon, hier der Aal kann nach da oben und was der Aal kann, das können wir schon lange. Und dann ist hier auch die letzte Starcoin versteckt. Wenn ihr nämlich den unteren Weg geht, dann kommt ihr auch, das zeige ich euch gleich, dann kommt ihr unten raus und nicht oben, so wie ich jetzt. Ja, auf jeden Fall haben wir das Level auch gepackt. Und natürlich erfolgreich abgeschlossen. Wuhu! Ach ja, ich mag immer noch keine Wasserlevel, aber das Wasserlevel ging noch. Ich weiß gar nicht, wo war das schlimmste Wasserlevel bisher? Ich glaube, das schlimmste Wasserlevel, was ich bisher gespielt habe, war bei Kongas Bed for a Day. Also meinem Let's Play. Ach ja, die blauen Toadie-Häuser, die kann ich euch auch mal zeigen. Das ist nicht weiter spannend, aber ist halt da. Da könnt ihr auch immer wieder rein, die verschwinden nicht. Wir haben ein Album fertig erstellt. Nämlich, man findet ja diese ganzen Bilder im Spiel. Und hier ist so ein Fotoalbum. Da kann man sich die dann angucken. Da einmal, aber das Bild und das Bild und da mal nichts.
Die kann man dann auch auf seiner SD-Karte speichern und auf dem PC ziehen. Aber warum man das tun sollte, ich weiß nicht. Man könnte es als Thumbnail verwenden, aber nö. Nö. Nö, das mach ich jetzt nicht. Ich mein jetzt nicht. Ich hab mein Thumbnail dafür gefunden. Und hier die scheiß Bienen, die hasse ich über alles. Ich hasse diese Olmbienen, ne? Aber ich liebe die Musik hier. Weil die Bienen sind die asozialsten Gegner von Mario-Spielen überhaupt, finde ich. Also bin ich der Meinung bisher. Och ja. Und das hier sind Platten, die verschwinden relativ schnell, also da darf man nicht zu lange drauf stehen bleiben. Aber die kommen auch wieder. Wenn man halt lange genug wartet, dann kommt da eine neue Platte. Und dann ist das alles halb so wild. Und den Kettenhund kann man eigentlich befreien, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Das ist so eine kleine Hommage an Super Mario 64, an die erste Stage. Kam da eigentlich der Kettenhund zum ersten Mal vor? Ich weiß gar nicht. Oder kam der schon im früheren Mario-Spielen schon mal vor? Ich denke fast nicht. Ich denke fast, dass der erste Auftritt vom Kettenhund war in Super Mario 64. Aber ich kann mich auch irren, da ich nicht allwissend bin. Leider. Leider bin ich das nicht, sonst. Ja, sonst wäre es leicht im Leben. Also dann hätte man schon Vorteile. Und man sollte den schwereren Weg bevorzugen, weil der führt euch zu einer Starcoin, also der mit den Einzelblöcken hier. Da ist der Weg auch nicht so breit. Und dann führt euch das hier zu einer Starcoin. Oder? Warte, ja doch. Ich wollte gerade sagen. Scheiße, das war die zweite. Warte mal, wo ist die erste? Okay, ich muss immer zurück. Ich muss nochmal zurück. Das war die zweite Stackcoin. Dann suchen wir nochmal die erste. Wir suchen die jetzt. Ich habe damit gar kein Problem. Denn wir können ja ganz leicht zurück. Das ist nicht das Problem. Das ist kein Problem. Wir schaffen das trotzdem. Ja, la 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 la. Ich habe keine Ahnung, wenn ich springen muss. Gar nicht, wie es ausschaut. Das ist ja wundervoll. Und ich habe keine Ahnung, was ich hier jetzt noch tun soll. Wo ist denn die eine Starcoin hin? Die ist doch hier irgendwo versteckt oder so ähnlich. Ich weiß es doch nicht. Oh Mann, ich habe keine Ahnung, wo die sei enden soll. Und wie ihr seht, da sind auch jetzt wieder die Platten erschienen. Also das da hinten war die zweite Starcoin. Ich suche mal die erste. Ich habe keine Ahnung, wo die gerade ist. Aber wir finden die zusammen. Hier. Ah, da. Ach ja, das war ja so eine asoziale Starcoin, ich erinnere mich. Ja, die war relativ fies versteckt, wenn man so will. Weil, man muss hier hoch. So, erstmal auf den Block. Und dann ist die hier hinten versteckt. Das ist voll asozial, diese Starcoin. Also, das ist die erste Starcoin jetzt, die wir sammeln. So, dann habe ich euch das auch gezeigt, ohne zu schneiden. Wuhu. Das ist ja auch mal ein Erfolgserlebnis, ohne was schneiden zu müssen. Na gut, dann halt so. So, dann haben wir dieses Starcoin auch und wir rennen ganz schnell zurück. Ich habe keine Ahnung, was ich hier singe, aber ich habe Bock, hier irgendwas zu singen. Das macht die Musik mit mir. Ich habe Bock zu singen. La 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 la. La la la. Und diese Musik regt zum Singen an. Also allgemein, die Mario-Musik regt ja irgendwie immer zum Singen an. Wer singt schon bei einer Mario-Musik nicht mit? Also, naja, gibt schon einige, aber ich muss da einfach mitsingen und dann macht das Bock. Und dann, ja. Warum auch nicht? Oh shit. Oh shit. Ach, Kacke. Kackvieh. Ja, toll. Wow, ganz toll. So, jetzt hier glaube ich noch eine. Ja, die hat der Toddy für uns. Ein weiteres Starcoin. Genau. Und wo schmeißt er die hin? Die schmeißt er irgendwo auf dem Weg, das weiß ich. Ja, genau. Ist keine schwere Starcoin, da er die direkt auf den Weg geschmissen hat. Und man die relativ leicht bekommen kann. Aber ich habe Angst, dass ich gleich das Flaggenziel nicht erreiche. Wenn ja, dann höre ich das offscreen nach, weil das braucht ihr ja nicht sehen. Ihr kennt das Level dann und dann. Ja, wow. Oh, ich habe es tatsächlich doch noch geschafft. Wow. Das war Skill. Das war Skill, doch, doch. Ja, ich bin stolz auf mich. Wow. Okay. Habe ich euch da auch alle Starcoins gezeigt? Wundervoll. Und ein One-Up verdient. Alles klar. Dann geht es weiter in das nächste Level. Machen wir das jetzt noch oder lassen wir es. Ah, komm. Ein Level kann ich euch noch zeigen. Komm. Wir wollen uns ja mal nicht so haben und zeigen euch. Ich zeige euch das Level jetzt einfach noch. Ist ein Wunder-Winter-Wunder-Winter-Level oder so ähnlich. Keine Ahnung. Ist ein Winter-Level. Und das hier sind Gegner, die es, glaube ich, zum ersten Mal Mario World gab. Und von dem hat man lange Zeit nichts gehört. Die heißen Fuzzies. Fuzzies, glaube ich. Ja, Fuzzies heißen die.
Und ja, die sind relativ fies, die Gegner. Naja, so fies sind sie auch nicht. Aber die sind doch schon blöde Gegner, weil man die halt nur mit Sternen besiegen kann und ist ein bisschen nervend, aber passt schon. So, hier oben ist auch gleich die erste Starcoin. Relativ fies versteckt, aber es geht. Also es ist noch ein relativ harmloses Versteck im Gegensatz zu späteren Starcoins, muss man sagen. Aber die ersten drei Welten haben noch relativ leichte Starcoins, obwohl ich irgendwo schon meine Problemchen hatte, wie man ja schon gesehen hatte. Ich wusste zum Beispiel auch nicht mehr, dass die da jetzt versteckt war, aber man hätte es sich denken können. Ah, warte mal, ich glaube, das ist die Welt mit der asozialsten Starcoin überhaupt. Also mit einer richtig asozialen Starcoin. Doch, die hat eine ziemlich asoziale Starcoin hier, die Welt, das weiß ich noch. Das weiß ich noch ziemlich sicher. Hier gibt es natürlich wieder einen Stern und das hier wird eigentlich immer wieder renoviert, also es wird eigentlich ist fast immer das gleiche. Man hat halt einen Stern, bringt ein paar Gegner um. Manchmal muss man auch um eine Ecke denken, also beziehungsweise man kann hier auch woanders hinlenken. Das kommt aber erst später, in späteren Levels. Aber an sich ist es immer das gleiche. Und ich erinnere mich an diese asoziale Starcoin. Ihr werdet sie noch sehen in diesem Part. Es war doch die Welt, oder? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war so eine richtig asoziale Starcoin. Weil man dafür was ganz Bestimmtes tun muss. Und dazu solltet ihr auch unbedingt euer Tanuki-Schwänzchen behalten. Weil sonst sieht das schlecht für euch aus. Also es ist keine leichte Starcoin, muss man sagen. Also ohne den Tanuki-Schwanz würde ich die, glaube ich, nicht hinbekommen. Hier könnt ihr nochmal Noten einsammeln, wenn ihr unbedingt ein One-Up oder sowas benötigt. Braucht ihr aber nicht unbedingt tun. Boah, war das knapp. Und das hier ist die Starcoin. Nämlich, ihr müsst auf diesem Block drauf. Na gut, es ist keine so asoziale Starcoin. Bloß man muss es halt wissen. Man sieht das erst von einer anderen Perspektive. Also wenn man weiter hinten ist, sieht man die erst richtig. Ansonsten muss man das hier wissen. Sonst bekommt man die nicht sofort auf Anhieb. Aber natürlich haben wir sie trotzdem bekommen, da ich ja wusste, da ich ja wie gesagt die Level bereits einmal vorspiele und dann weiß ich das natürlich auch, dass diese asoziale Starcoin hier ist. So, da. Oh Gott, ich dachte jetzt mal hier schon am Ende noch Faxen, am Ende des Paares noch Faxen. Aber nö, nö. Nö, nö. Habe ich nochmal retten können. So, und oben dran. Dann soll es das für diesen Part gewesen sein. Haben wir wieder 4, 5 Level geschafft. Das soll reichen für einen Part immer. Das ist ein guter Erfolg. Es gibt ja später noch die Spezialwelten. Die werden haarig. Also, die werden sehr schwer. Aber ich bin dann recht zuversichtlich, dass wir das alles trotzdem packen werden und das Spiel zu, ja, 100% abschließen werden. Na gut, wir schalten das hier noch frei und dann würde ich sagen, soll es wirklich reichen für diesen Part. Ja, ein Keksland. Dann machen wir hier weiter im nächsten Part. Und dann hoffe ich, dass euch dieser Part gefallen hat. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüssikowski, euer Philosophy.